Hallo meine Lieben, ja, herzlich willkommen zum Ankündigungsvideo für die neuen Vimeo-Videos, die seit letztem Mal online sind. Vor 2 Wochen haben wir diese Legeform neu ins Leben gerufen, möchte ich sagen, und wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, dass das so gut angenommen wurde. Grund war ja das, dass ich weiß, dass sehr viele von euch, die sich in einer Seelenpartnerschaft befinden, die normalen Sternzeichen-Readings für ihren Seelengefährten oder ihre Seelengefährtin gucken. Und unsere Idee war es jetzt nochmal eine Videoreihe ins Leben zu rufen, wirklich ganz speziell zu fragen, welche Energien stehen deinem Seelengefährten zur Verfügung, wenn er oder sie sich in einem bestimmten Element befindet. Also das heißt, wir fragen für den Fall, dass dein Seelenpartner Erdzeichen, Luftzeichen, Feuerzeichen oder Wasserzeichen ist. Wenn dich das also interessiert, welche Energien deiner Dual- oder Zwillingsseele oder es kann sich auch um eine karmische Seelenpartnerschaft handeln, zur Verfügung stehen, ja, dann ist es für dich vielleicht interessant. Wir fragen nämlich aus dem Lenormand nach der Gedankenebene, welche Gedanken könnte dieser Mensch in den kommenden 2 Wochen in seinem Energiefeld tragen, was könnte ihn oder sie beschäftigen. Wir fragen einmal hier aus dem Tarot nach der Gefühlsebene, ja, und wir erbitten zum Schluss noch eine Botschaft aus dem Deck Entfalte dein Selbst von der lieben Susanne Hühn. Und da geht es dann darum, dass wir fragen, welche Nachricht sozusagen er oder sie auf Seelenebene für dich hat. Und das ist interessant, weil dann hat dieses Video natürlich auch einen Hinweis für dich, einen Impuls für dich. Ja, klärt ein bisschen auf über den Stand eures Prozesses und gibt dir dann auch wertvolle Hinweise für dich selbst nochmal mit an die Hand. Wenn du jetzt in die Infobox unter dieses Video gehst, da siehst du die 4 Links, ja, und dann klickst du einfach den Link an, um den es bei dir geht. Also wenn dein Wunschpartner, dein Seelengefährte oder eben der Mensch, für den du dieses Video schauen möchtest, zum Beispiel Erdzeichen ist, dann klickst du den Erdzeichen-Link an und wirst dann direkt zu dem entsprechenden Video weitergeleitet zu Vimeo. Ja, und genauso ist es mit den anderen Zeichen, Feuerzeichen, Wasserzeichen und Luftzeichen. Alle 4 Links findest du hier direkt unter diesem Video zum direkten Anklicken. Ja, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr dieses Angebot nutzt. Und was ich euch auch noch ans Herz legen möchte, wenn ihr Vorschläge habt, ja, für Vimeo-Videos zu bestimmten Themen, ja, wenn ihr sagt, ja, da bin ich auch gern bereit, ein paar Euro zu zahlen, aber ich würde gerne wirklich ganz speziell zu diesem Thema mal ein Video haben, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Wir hatten jetzt auch schon Anfragen erhalten, ob wir diese Videoreihe nicht auch für dich machen könnten. Also quasi für, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die Loslassergemeinschaft unter uns, dass man da auch fragt, welche Energien stehen dir jetzt zum Beispiel als Wasserzeichen speziell im Seelenpartnerprozess die kommenden 2 Wochen zur Verfügung? Welche Aufgaben hast du? Aus welcher Energie kommst du vielleicht? Ja, was hat vielleicht deine Seele an Botschaften für dein Gegenüber? Das wäre auch nochmal eine Idee, eine neue Videoreihe zu machen. Also wir sind da sehr, sehr offen für Vorschläge. Wir möchten euch einfach wirklich sehr gut unterstützen in eurem Prozess und freuen uns da auf Anregungen. Ja, meine Lieben, dann freue ich mich, euch gleich auf Vimeo begrüßen zu dürfen. Bis dann, eure Uli.